Es geht weiter mit einer weiteren Folge. Asthmatica Outlast. Asthmatica Last. Hallo Leute, während das Video im Hintergrund läuft, wollte ich nur mal kurz sagen, dass der Game Sound in der Aufnahme leider verloren gegangen ist. Deswegen habe ich die nächsten drei Folgen so gut wie es geht nachsynchronisiert. Ab und zu fällt das aber im Video auf. Trotzdem aber viel Spaß mit Outlast. Ich kann es auch nicht ausmachen. Habe ich gerade gemacht. Okay, okay. Okay, das Klo wollte ich eigentlich gar noch benutzen, weil, wie gesagt, in der letzten Folge, ich musste aufs Klo, ne? Da passt und doch der Spruch von Donald Trump. Grab the body pussy. Oh ja, aber ist das denn das okay, ist Unisex Klo. Passt aber. Ja, ne? Hallo? Ist da noch ein Raum gewesen? Warte. Kannst du nicht sehen. Oh. Einfach mal, wenn es kann. Okay. Wollte ich sowieso nicht rein. Meine Typen vielleicht irgendwas an Notizen aus? Okay. Faser Thomas Wilter? Wilter, ja. 1966 und der. Und den kannst du dann nicht mehr lesen. Seal. Der ist auf jeden Fall diesen Human Resource, weiß nicht was, Ding. Stand unten drunter. Kannst du da nicht drunter herkriechen? Bei dem Schrank hinter dir? Für nee, schön, nee, ne? Ja, kannst du nicht. Ach, muss ich gedrückt halten. Ne, geht nicht. Ich bin mal jetzt abscheu, ich komme überall durch. Little Fake. Hallo! Au. And who are you then? Ich bin mal jetzt abscheu. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Kaya? Hat der Typ die Kamera genommen? Ne, haben wir noch. Okay. Jetzt mal näher ran, so da oben. Schicken da. Proclaim the gospel. Okay. Da liegen überall Leichen. Hey du da. Hey. Ich geh mal da dran, ja, okay. Ist das okay? Ja. Das ist schon aufgelegt, das Signal. Ist das okay? Okay, ist das okay? Ja, hallo? Ich hab es auf Video. So. Dokument, ne? Ach du Scheiße. Murkoff Corporation, Abteilung Vereinigte Staaten. Vollziehungsbefehl, Fall Nummer 29475-8104. Betreffende Zukunft auf Patrick Zentrum Mount Massive. Die Psychiatrie Zentrum Mount Massive, Murkoff Patrick Systems, so war das. Mount Massive Wilderness Area, Country Road 112. Eidesstattliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security MHS geliefert, die Grund zu folgenden Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Bezeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismittel akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Verwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihrem Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechenden Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Okay, also ich glaube, die wollen sich immer richtig schön absichern, ne? Die machen viel Scheiß und dann haben die ihre Schickimicki-Anwälte, die alles sich daraus, die dann raushauen. Warte mal, haben wir jetzt hier wohl noch. Haben die keine Batterien? Ich bin gerade voll über die Leiche gerannt, ne? Ja, passiert. Und die hat auch keinen Kopf mehr, ne? Die. Ja, das wird ein Wiesatz in Fitzen. Wenn du natürlich Blut lachen rennst.
Aha. Oh. Du willst jetzt nicht darunter, oder? Noch nicht. Ich geh erstmal um. Ich geh erstmal. Ich klappe hier mal kurz was ab. Batterien. Ich will noch nicht aufladen. Jetzt komme ich noch gut klar mit dem Scheiß hier, oder? Vielleicht machen wir das wirklich erst, wenn das Ding leer ist. Also das Ding ist leer. Ja, läuft ja noch. Nein, es ist leer. Es ist verdammt nochmal leer. Die Aufnahme läuft auch noch weiter da oben. Die Aufnahme in der Aufnahme. Da oben links. Ja klar, das ist so. Nein, die Nachtsicht ist aus. Quasi. Es ist nur noch so eine halbe Nachtsicht. Ja, okay. Ja, okay. Ich würde trotzdem aufheben, solange es da hell genug ist. Ja, ich mir auch. Und da kommt ihr her. Alter. Und der Wagen sieht irgendwie viel größer aus. Ich dachte so, was ist das für ein fetter Wagen, ey? Wie klein sind wir? Der Pastor ist geschrumpft. Büros. Überall. Ja, muss ich überall anmelden oder ist irgendwo einer frei? Ne. Und so irgendwelche Batterien, Dokumente, gar nichts. Ich würde sagen, also keine Batterie wird zurückgelassen, ne? Lass du keine unschuldige Batterie hier einfach allein zurück. Das ist schon so ein ungutes Gefühl, was die Batterien angeht. Batterien? Hallo? Batterien? Hallo? Dokumente. Moment. Haben wir noch Batterien? Hallo? Nein. Ich mag die Dokumente, die sind ja überhaupt nicht lang. Markov, das heißt Patrick Resistant, Sal Walker. Walker. Faded away. So, also warte, es geht um, was für einen Patienten? CLV Walker, Wandelarzt Dr. Rudolf Wernicke, Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus morphogenetische Antriebsaktivität stabilisiert sich etwa gegen 20 Uhr, Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen, Risiko behaftet. Okay, der andere hat also Warrider hat eine Stufe 4. Das ist wahrscheinlich krasser. Also der ist nicht so krass wie der andere. Diagnostikspirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmen mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung, Walker wurde aufgrund seiner selbst zugeführten Verstimmung in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Könnte der Typ sein, den wir gerade gesehen haben. Das ist der Walker ist. Ach, der Typ. Du meinst der Fette. Achso, nee. Der Fette. Ah. Extensive Dermaleruption ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Sicht, der vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Was sind Tuatara-Echsen? Keine Ahnung. Ich bin leider kein Biologe, ich bin nur Psychologe und sonstiger Doktor, aber kein Biologe. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelung zu achten. Die mentale Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Okay. Also schneidet sich schön ihr was ab, so. Lippen. Ich weiß schon, was passieren wird. Ein Rollstuhlfahrer. Der ist böse. Das weiß ich jetzt schon. Spoiler. Nein, der wird böse Sachen machen. Guck mal, wieder zuckt. Ah! Ah! Oh, der arme Mann. Ist das Voldemort? Sieht doch so aus, oder? Mhm. Könnte sein Cousin sein.
Oh, hey, Leute. Ah, okay. Was läuft denn da im Fernsehen? Oh, oh, da ist auch. Das ist noch einer. Was läuft im Fernsehen? Ja, gut. Junge, die finden Hände. Und der hat einen Klumpen als Fuß. Das ist ein sehr schönes Programm, das im Fernsehen läuft. Ging es nicht noch weiter in den Hauptsaal? Was ist? Ging es in den Hauptsaal, ich komme alles weiter. Weiß es nicht. Ja, wir müssen gleich wieder zurück, wir müssen glaube ich hier noch was machen. Okay. Okay, er ist tot. Hätte sie Klippen vielleicht mal aufnehmen sollen, wenn du den Rollstuhl fahren. Hab ich schon. Hast du? Ich bin ja nicht noch da. Ah, da ist Ausweis. Es wurde gespeichert, automatisch. Nee, eigentlich kein gutes Zeichen. Nee. Also einzeln, ich muss sie wahrscheinlich alle zusammen. Ja. Eine Reihe gerochener Männer, die riechen stark, starrte auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten, sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Okay. Woher weiß er jetzt schon, dass sie das überlebt haben, was da los war? Er hat doch keine Ahnung, was da abging. Naja, das. Ja, aber. Und die Leichen, die wir da gesehen haben gerade eben. Das war nichts. Es zieht. Okay, Jungs, ich wollte dich nicht stören, ne? Habt einen doch schönen Männerabend. Kleines Programm. Andere Taste. Aus, dass der. Ja. Damit. Boom! Komm. Flack hatte ich es hier. Oh, muss wieder eine Kamera. Ja. Ich sehe dich. Okay. Ah. Ah. Geh weg! Geh weg! Au! Was macht der Typ? Wo geht der jetzt hin? Okay. Okay. Piesel, Piesel, Piesel. So. So. Jetzt haben wir alles abgeklappert. Ja, auch da? Nee, da war noch nicht. Ja, wir müssen jetzt hier noch und da, aber ich. Hier, Security Room. Da gehen wir jetzt zum Security Room. Okay, wo willst du hin? Security Room. Was wäre jetzt passiert, wenn du denn hingerannt wärst? Was? Was wäre jetzt passiert, wenn du hingerannt wärst? Ich habe keine Ahnung. Niemals herausfinden. Ja, verdammt. Ah, endlich Toiletten. Okay, da ist keine Toilette. Oh Mann, die ist besetzt. Ah, nee, warte, da gab's doch was. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, haben mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einer deformierten Riesenbeiner getötet. Es sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Der Fettsack. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kinderkrabscher sein Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Ist das jetzt exakt das, was uns passiert ist? Oh, die Toiletten sind alle in den Besitz, ey. Nicht mal abspülen kann man nicht.
Ist ja wisst einfach nur mal Frieden kacken und nee, alles ist besetzt. Wie lange ist das da schon? Sorry! Okay. Danke, Jungs! Das war die Türe. Oh, ist die Türe zu? Es zieht hier. Alles okay. Es zieht hier. Ist das Security Room? Ja, und da wo der Typ rein ist, ne? Ja, okay, da kommst du nicht weiter. Schade. Da hinten ist noch eine Tür gewesen. Walker wird die umbringen. Dann wieder eine Leiche auf dem Boden. Und der hat eine angenehme Position zum Schlafen. Oh Gott. Wie viele Dokumente gibt's noch? Von Helen Grant an Group 8416 at Murkoff.lu. Betreffprojekt Warrider, Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des vollständigen Berichtes sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Warrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend eindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Warrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten trifft, so ist das familiäre sowie der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derart gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Grant, Murkoff Schadensabteilung. Das heißt also, die machen Experimente, die Leute sterben und bringen sich gegenseitig noch um. Oder wollen sich zumindest umbringen. Ist doch okay. Na ja, Oscar, wie kommst du raus? Ich schlag mal nach. Reloading! Ah. Du kannst da rausgehen. Na, da. Exit! Exit! Nee. Ja, super. Welcher Idiot verschließt den Notausgang? Der muss immer offen sein. Ist ja langsam zu machen oder nur zu schlagen? Ich will lang. Ah. Ich wollte die leise zumachen, aber geht nicht. So, kann ich das irgendwie verschließen noch? Nee. Ah, da können Sie ganze Kamera sehen. Oh. Sie lügen. Okay, geht so lange. Ah. Können Sie die Tastatur an, die blinkt? Ja, ich weiß, es ist mir schon klar. Ich wollte kurz gucken, ob er hier irgendwas sehen kann. Ich hacke das gerade. Die Nutte. Oh nein. Der Fette. Kommt der jetzt hier rein oder läuft der draußen? So viel dazu. Hör auf, so ein Asthmatiker zu sein. Geh weg, geh weg.
Ja, hier ist keiner. Da müssen wir doch jetzt lang, oder? Ah, ne, wir müssen rechts ran. Lauf! Ja, komm, bevor der geht. Bevor der wieder da ist. Ich glaube, er ist weg. Okay. Ich glaube, es ist weg. Wo ist denn der hin? War doch alles dicht. Ich dachte, dass die Enttür durch die nicht durchkam. Der ist große Stack, der kommt da durch. Ja, okay. Dann könnte mir der jetzt auch durch. Theoretisch. Ich glaube, der hat wieder abgeschlossen, bestimmt. Aber jetzt ist die Folge vorbei. Oh nein! Ich will da nicht raus. Nein! Doch. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Bis zur nächsten Folge. Ja. Ciao.